Instagram den ganzen Tag bestimmt, was wir zu essen. Da haben wir das. Ja, also wenn wir auch davon sterben sollen. Was geht, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Freunde, heute wird Instagram den ganzen Tag bestimmen, was wir zu essen. Und wir haben euch schon gefragt, was soll es als erstes geben? Ja, Freunde, ich sag ganz klar salzig. Die Frage ist, was sollen wir essen? Sollen wir zum Bäcker oder sollen wir fast essen? Alright, ich bin sehr gespannt. Kaffee ist noch zu heiß, um den zu trinken. Aber Brötchen geht. Let's go. Egal. Gut, wie ist der Kaffee? Er schmeckt auf jeden Fall geil, Mann. Kaffee ist gut. Stark. Kaffee ist gut, auch nicht zu wenig. Das ist sehr, sehr wichtig. Hier sieht man auch, Freunde, es ist auf jeden Fall nicht zu wenig an Fleisch. Ich bin gespannt, ob da noch Remo oder so drauf ist. Und? Geil? Ist einfach so leicht gemacht, so geil. Ja. Oben noch Remo. Ich glaube, ehrlich gesagt, du hast die bessere. Ich denke auch. Salami, also Team Arthur oder Team Willi? Okay, Freunde, nächste Mahlzeit. Donuts oder die schärfste Currywurst aus unserer Stadt? Nimm das scharfe, Arthur kann scharfe. Oh. Okay, brother, tell me. So, meine Lieben, ich gehe jetzt drauf. Internet wie immer optimal. So, zack, zack, zack. Wir haben 100% immer für noch Currywurst. Ja. Okay, Freunde, ihr wisst, dass Arthur scharfe Sachen überhaupt nicht mag. Und ihr wisst, dass es lustig ist, wenn er scharfe Sachen isst. Und deswegen werden wir uns jetzt die schärfste Currywurst aus unserer Stadt holen. Du wirst auch sterben. Was meinst du zu tun, Digga? Nein, ich versuche ein bisschen mehr die Aufmerksamkeit auf dich zu lenken. Dadurch werden die Leute nicht so auf mich gucken, Freunde, und sehen, wie ich sterben werde. Beide einfach, okay? Okay, Freunde. Guckt euch Willi genau, ich bin gespannt, weil habe ich noch nie so eine scharfe Currywurst. Hast du noch nie gesperrt? Ich auch nicht, Digga. Ja. Alle erzählen immer, wir hatten einmal die schärfsten Nudeln. Ja, ja, aber jetzt erstmal die Currywurst holen und gucken. Und gucken, ob das eine gute ist. Beziehungsweise, ob es da was gibt. Vielleicht ist ja auch ausverkauft. Extra scharf, sieht schon mal gut aus. Ja, so scharf wie geht, am besten. Ja, das wäre gut. Eine, ja. Extra. Ja, also wenn wir auch davon sterben sollten, dass so scharf ist, wäre auch okay. Dann ist die erste Hilfe auch noch. Ja, das auch noch. Ja, das ist natürlich überall. Ja, mega. Da haben wir das gute Stück. Sieht auf jeden Fall brutal, brutal rot aus. Jetzt mal gucken, wie scharf das ist. Ich fetze auch ordentlich was drauf. Ja. Guck mal, das ist eine Schärfe. Es ist schon wirklich scharf, muss ich wirklich so sagen. Aber das ist eine Schärfe, die man auch noch genießen kann. Ehrlich? Ich persönlich würde das jetzt nicht holen, wenn ich Bock auf scharf habe. Da würde mir, glaube ich, scharf reichen. Ja. Extra scharf ist zu krass. Ja. Aber ich glaube, du kackst ab. Das brauchst du besser. Nein, nimm. Echt? Also du machst auf cool, ne? Du stirbst gerade ehrlich auch. Nein, ich sterb nicht. Safe stirbst du. Nein, oder? Das ist okay. Okay, komm. Es ist so eine Schärfe, die kann man wirklich essen, wie wenn man möchte. Wie viel hast du gefetzt? Ein oder zwei? Zwei. Aber warte. Sag mal. Was? Ja, ist okay. Willst du denn? Soll dass ich das du auch mitnehmen? Gescheit drauf machst, normal. Ich nehme eins aus der Mitte, hier. Guck mal. Ja. Hier. Okay. Ja. Und? Ich würde sagen, gib mal das Brötchen, ne? Ist schon scharf, ne? Gib mal das Brötchen jetzt. Du möchtest das Brötchen haben. Aber du wolltest das doch gerade nicht. Ach, Digga, juckt mich eigentlich gar nicht. Ich behalte das Brötchen. Ja. Ich esse hier meine Currywurst. Ja, ist mal noch ein Stück. Für mich ist das eine entspannte Sache. Also ist das sowas, was du schon öfter bestellen würdest, ne? Ich komme heute Abend wieder hierhin. Ich weiß schon, ist schon gut, ne? Ist super. Also Freunde, es ist auf jeden Fall gut scharf, aber nicht extrem scharf. Also wenn nein, ihr wisst, nein, wo es noch schärfere Currywurst gibt oder noch so scharfe Sachen, wenn ihr allgemein sehen möchtet, wie wir mal den ganzen Tag nur scharfe Sachen essen. Also für mich, das ist jetzt zum Beispiel schon weg wieder. Ja, bei mir geht's gerade auch weg. Und wenn Arthur, also so von 1 bis 10, wenn 10 das schärfste ist, was du jemals gegessen hast, was war das? 5. War, ja, okay. 5. Das ist halt easy peasy. Weil diese Nudeln, Digga, die waren krank. Die Nudeln waren krank. Also ich hätte auch mal Bock, einen ganzen Tag lang nur so richtig scharfe Sachen zu... Wobei... Ja, doch, schreibt mal... Also wir machen Kommentare rein. Freunde, like den, wenn ihr das sehen wollt. Ja. Das ist schon ein bisschen zu scharf. Okay. Hi. Gerade nicht. Wir drehen gerade ein Video, sorry. YouTube, Brudi. Ja. England, Bruder. Essen, da bin ich nicht von abgekannt. Das sind 6 Millionen 500.000 zum Willen. Die Alte, die hat mir 500 aufgeballert.
Es geht weiter, Freunde. Jetzt mal eine bisschen lustigere Umfrage. Das Wetter ist überragend und eine Wassermelone wäre perfekt. Aber zur Auswahl steht eine Wassermelone oder so eine fertig heiße Kartoffelsuppe. So aus dem Pack, weißt du? Ja, es wird nicht die heiße Kartoffelsuppe, Arthur. Freunde, zum Glück habt ihr Wassermelone genommen. Ich freue mich extrem, weil draußen ist es warm. Ich weiß gar nicht, was. Draußen ist warm. Wir haben hier so Wassermelone so genommen. Weil wegen auf schnelle Welle. Komm, ich probiere direkt. Und guck mal, die Wand, die ist extrem nice, oder? Ja. Aber mehr zu meiner Wohnung wird irgendwann irgendwo mal kommen. Schmeckt? Boah. Schmeckt? Geht wundermal, krass, wild. Ist gut, ne? Ja. Wassermelonen, vor allem im Sommer, Freunde. Was ist eure Lieblingsfrucht? Also ich würde sagen, lass mal fragen, ob ihr als nächstes Pasta oder Pizza bestellen. Plus, ja. Danach fragen wir noch, ob wir es selbst kochen sollen oder bestellen können. Bitte lasst uns bestellen. Freunde, und ich hatte eigentlich gedacht, wir haben mehr Leute, die gemein sind. Also wir haben ja was Scharfes gegessen bei dir. Aber bei mir sind die, glaube ich, netter, die Menschen. Weil ihr habt gesagt, also ihr habt nicht die heiße Kartoffelsuppe genommen. Hat mich gewundert. Ich hätte, also ich glaube, weil auch niemand da Bock drauf hat. Und ja, aber genau deswegen würde ich das nehmen. Deswegen ja, meine Community ist nicht gemein, die ist lieb. Ich liebe euch. Leute, das Video ist im vollen Gange. Die nächste Frage ist, Pasta oder Pizza? Sehr, sehr knapp, Freunde, aber es ist jetzt Pasta geworden. Ich muss euch sagen, ich freue mich, aber jetzt noch eine Frage. Selbst machen oder bestellen, Freunde? Wenn wir die bestellen, ich sag euch... Alter, nein! Verarsch mich nicht. 64% sagen einfach selbst. Nein! Ob es an der Fragestellung liegt... Sei dahingestellt. Nein, 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 nein! Digga, das kann doch nicht wahr sein. Ich hab gar keinen Bock jetzt mehr, ehrlich. Bestellt oder was? Das ist jetzt von mir gemacht, Freunde. Ich habe einfach irgendwas reingefetzt. Ich habe Meeresfrüchte als Basis natürlich. Lohnend. Selbstverständlich. Dann noch mit Chili-Soße, Pesto. Dann noch ein bisschen Teriyaki-Soße. Freunde, einfach eine komplett wilde Mischung. Ich probiere das jetzt erst, weil ich habe es ein bisschen abgeschmeckt. Ohne mich zu krass selbst zu loben, das schmeckt schon heftig geil, Alter. Ich gucke jetzt, ob man dem ganzen Glauben schenken kann, was der Typ da vor sich hergeschwafelt hat, weil der hat echt viel geredet, Leute. Bruder, aber sag mal ehrlich, sieht schon köstlich aus. Hier mit so einer Muschel. Sieht schon gut aus, ne? Mach mal mit Nudeln, Bruder. Oh. Das geht gar nicht. Mach mal die Nudeln noch. Komm, wie geil ich die durchbekomme. Ich hab's schon gut durchbekommen, oder? Schon gut, ne? 9, echt? 9,5. Boah, Bruder. Freunde, das soll es auch mit dem Video gewesen sein. Falls es euch gefallen hat, dann schreibt sehr gerne in die Kommentare, wenn ihr noch einen Teil sehen möchtet oder allgemein Videoideen habt. Ich würde sagen, lasst ein Like da, ein Abo. Peace, ciao. Muschel, die Kabakwürdig, Alter.